Und dann noch ein Fenster lassen. Oh, das ist ein Zombie. Nicht gut. Raus mit dir. In die ewigen Jagdgründe. So. Jetzt kann man direkt mal testen, ob hier drin was spawnt. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Wenn uns irgendwas in den Hintern beißt, dann wissen wir, dass die hier drin spawnen. Hallo und herzlich willkommen zu Colony Survival. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Da unten sind überall meine freien Mitarbeiter unterwegs und bestellen die Felder. Die hacken jetzt die ganzen Bäume ab gerade. Die sind gerade ausgewachsen. Super cool. Also unsere Kolonie hier wächst. Ja, ich habe mich mal mit denen zusammen einen Tisch gesetzt. Also, wir haben zwar noch keinen Tisch, aber so, ja. Man sagt das ja so, ne? Und wir haben jetzt abgemacht, dass sie von jetzt an als freie Mitarbeiter bezeichnet werden und nicht mehr als Kolonisten, Untertanen oder sonst irgendwas. Das kann ja wohl nicht wahr sein. In unserer Zeit gibt es sowas nicht mehr. Und heute brauchen wir ein paar neue Betten für die Jungs hier, ne? Das sind ja alles irgendwie Jungs, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie keine Haare auf dem Kopf. Die müssen alle schon ein bisschen älter sein. Also habe ich mir überlegt, wir bauen jetzt ein kleines Dorf hier außerhalb. Wir haben jetzt so wenig Platz bei uns drin. Wir haben zwar noch ein bisschen Platz für zwei kleine Häuser oder so. Die werden wir auch noch bauen. Aber das wird auf jeden Fall nicht ausreichen, um hier irgendwie genug Betten für diese ganzen Kolonisten hinzustellen. Das heißt, wir brauchen irgendwie so eine Art Dorf oder so, was echt ein Problem ist, wenn da drin direkt Zombies spawnen. Das werden wir aber einfach mal ausprobieren. Hier ist Sand. Okay. Auch ganz nett. Bisschen Sand. Ich werde das, glaube ich, hier an dieses Ende hinstellen. Vielleicht lassen wir noch einen Platz für so ein Feld. Befehlswerkzeug. Machen wir noch so einen Getreidebauer her. So. Damit wir wissen, wie groß das alles genau ist. Damit die vom Wachturm aus freies Schussfeld haben. Das ist ja doch ziemlich wichtig. Und ich weiß nicht, ob wir das hier auffüllen wollen oder... Ich glaube nicht, dass man auf Sand was anbauen kann. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Schauen wir mal. Lassen wir ein Feld oder sogar zwei Felder Platz? So viele Fragen. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, viel Platz für so ein großes Dorf. Ich habe nur so eine ungefähre Vorstellung, wie das aussehen soll. Ich denke, wir machen da einfach einen Zaun außenrum und stellen dann da schöne Häuser rein, ne? Das ist ja das, was ein Dorf ausmacht eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob Zombies auf unseren Bauteilen spawnen können, also wirklich in unseren Türmen drin und so. Oder nur hier auf der Ebene. Das müssen wir ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir heute alles sehen. Wird eine interessante Episode. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal hier an. Vielleicht fangen wir mal mit diesem Tigerholz an. Und stellen da einfach mal so ein bisschen Tigerholz hin. So. Sieht doch cool aus. Und dazwischen nehmen wir einfach die Planken, oder? Wie sieht das aus? Planken. Das ist praktisch. Da hat man 200 auf dem Stack. Das ist ein bisschen mehr. Ja, machen wir einfach so einen Zaun, oder? Sollen wir den 3 hoch machen? Sieht das cool aus? Ich finde, das sieht cooler aus, wenn man das so macht. Ja, das gefällt mir besser. Machen wir hier so einen Zaun außenrum? Mindestens 20 lang, ne? Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Und da bauen wir dann unser kleines Dorf rein. Da bin ich selbst gespannt, wie es dann aussieht. Das werden wir dann sehen. Ich habe noch keinen so genauen Plan. So, hier muss wieder so ein Ding hin. So. So ein Pfeiler. Ich glaube, das müsste passen. Ja, sieht gut aus. Und da müsste man ja schon einiges drin unterbringen können, denke ich mal. Ein paar Kolonisten. Den Eingang machen wir, glaube ich, so in diese Richtung, weil hier ist ein riesengroßes freies Feld. Das können wir alles nutzen, wenn wir hier so eine Unterkunft stehen haben und die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, unsere Leute. So. Wunderbar. Das wird dann unser Außenzaun. Also wir sollten halt nicht so viele Eingänge machen, ne? Deswegen, ich werde wahrscheinlich nur einen Eingang machen. Und die Kolonisten, die laufen ja dann sofort hier in Richtung dieses Lagers, wenn die da schlafen wollen, und laufen dann hier so die Wand entlang und so. Und da können unsere Wachen die dann ganz gut decken, denke ich. Das müsste ganz gut funktionieren. Hoffe ich jetzt mal so. Ich baue mal ein bisschen weiter und sobald hier die Zäune stehen und so, mit dem ersten Haus anfangen, melde ich mich mal zurück. Was machen die denn da?
Die laufen irgendwie gegen die Wand und sterben oder so. Also wenn man direkt Blöcke abbaut oder aufbaut in der Nähe von den Zombies, dann passieren immer komische Sachen. Die kommen damit nicht so gut klar, wie es aussieht. Aber es macht nichts. Wir können einfach in denen drin bauen und so. Alles kein Ding. Die halten uns nicht länger auf. Und jetzt müssen wir halt gucken. Ich glaube, wir nehmen einfach dieses Tool hier. Fürs Werkzeug. Und schauen einfach mal, wo wir hin müssen. 10. Das sind 10. Das heißt, den Block können wir direkt nochmal wegnehmen. So. Dann ist das hier die Mitte. Wow. Da wollen wir den Eingang praktisch haben. Nee, lass mich in Ruhe. Geht weg. Der eine kommt jetzt hier hoch. Die kommen jetzt alle hier hoch. Weg. Schluss. Oh, von hinten auch. Nicht gut. Das sind einfach zu viele. So. Ich hoffe, die lassen mich hier wieder raus. Wie lange haben wir denn? Oh, es ist mitten in der Nacht. Das dauert noch ein Weilchen. Vielleicht machen wir da einfach mal zu. So. Und machen die beiden weg. Dann haben wir unsere Ruhe. Versuchen die da reinzukommen? Nee, das ist ein Toter. Okay. So, jetzt sieht das Ganze von innen so aus. Ist halt genau. Ja, ich weiß nicht, ob das cool ist, ne? Das ist halt ein bisschen langweilig. Genau ein Quadrat. 21 mal 21. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen länger. Hier kann man jetzt auch noch nicht so viel unterbringen, ne? Aber wir könnten schon mal anfangen, das erste Haus reinzustellen. Das bauen wir direkt hier an die Wand ran, hätte ich gesagt. Da brauchen wir ein neues Hausdesign. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Tigerstämme für die Eckpfeiler. Und das muss mindestens zwei Stockwerke hoch werden. Vielleicht machen wir die mal ein bisschen flacher, dass wir die Stockwerke immer nur zwei hoch machen. Dann können wir nämlich mehr Leute unterbringen. Da müssen wir jetzt so ein bisschen planen, weil wir brauchen den Platz inzwischen. Das ist echt verrückt. Wir brauchen unendlich viel Platz. Wie groß machen wir das denn? Da muss ich noch so ein bisschen testen. Gut, das überlege ich mir mal noch so ein bisschen. Wir haben halt nicht super viel Platz hier drinnen allgemein. Das heißt, die Häuser können auch nicht allzu groß werden. Aber ich glaube, da geht schon einiges. So, ich habe mal noch so ein bisschen Tigerholz organisiert. Das ist ja direkt da. Das sind schon die Tigerbäume. Wir haben es nicht mehr allzu weit. Wahrscheinlich werden wir da früher oder später auch landen mit unserer Riesenkolonie hier. Das ist jetzt einfach so eine Palisade hier geworden. Sieht irgendwie ganz witzig aus. Und ich denke, wir machen hier wirklich so ein ganz schlichtes Lager draus. Wie so ein altes Römerlager oder so. Wir bauen hier einfach zwei Riesenhäuser rein, rechts und links. Und bringen da dann möglichst viele Leute drin unter. Und dann wird es hier so ein bisschen unsere Farmer-Schlafstätte einfach. So, müsste passen. Das habe ich jetzt 5 gemacht, ne? Genau. Also 7 insgesamt von Pfosten zu Pfosten. 5, 7, passt. Auf der anderen Seite genauso. Hier ist unser Eingang. Den müssen wir dann noch so ein bisschen umbauen, damit die Zombies hier nicht reinkommen. Das wäre interessant. Da habe ich schon so ein paar kleine Ideen. Schauen wir mal. Vielleicht bauen wir das direkt mal so ein bisschen aus dem dunklen Holz, damit das ein bisschen cooler aussieht. So. Und da machen wir oben wieder dicht, ne? So. Das ist dann unser Eingang. Da können wir auch einfach zumachen jetzt, damit die Zombies nicht reinkommen. Und ich glaube, wir befinden uns noch nicht außerhalb unseres Bannerradiuses. Das heißt, hier drin dürfen noch keine Zombies spawnen. Das müssen wir einfach mal im Auge behalten. Hier ist bis jetzt noch nichts drin gespawnt. Ich habe mich dazu entschieden, die Zäune als Außenwand zu nehmen fürs untere Stockwerk, weil wir dann einfach mehr Platz haben und mehr Betten unterbringen können. Das ist einfach super cool. Und ja, ich könnte sonst die Wände doppelt machen. Das habe ich ja bei uns in der Base so gemacht. Aber es kostet natürlich unendlich viel Platz, wenn man das macht. Deswegen machen wir das jetzt mal anders und schauen einfach mal, wie es wird. So, hier kommt die Zwischendecke. Wie gesagt, wir machen nur zwei hoch, damit wieder mehr Kolonisten reinpassen. Das wird einfach wichtig. Wir brauchen einfach so viele Betten langsam. Und wir brauchen Bretter. Wir haben jetzt die 10.000 fast geschafft. Das ist schon mal gut. Die neuen Bretter sind auch fast fertig. Ein paar Black Planks fehlen noch. Also wir haben genug Arbeiter. Das funktioniert alles ganz gut. Pfeile sind auch da. Wir haben eigentlich alles. Wir brauchen einfach nur mehr Leute. Damit die wieder mehr essen und wir wieder mehr Getreide anbauen können. Super cool. So, hier vorne machen wir einfach über so mit. Weiß nicht, ob da Fenster cool aussehen überhaupt. Wir könnten hier oben auch wieder so einen Querbalken ziehen. Das wäre eigentlich ganz nett, ne? Vielleicht machen wir das. Im Stockwerk. Hier so einen Querbalken reinziehen. Sieht irgendwie cooler aus, glaube ich.
Ist halt das Problem, dass ich jedes Mal Holz holen muss. Weil meine Leute verarbeiten das ja sonst sofort. Ich muss das immer im Inventar behalten, diese 50er Stacks. Passen hier Fenster rein? Joa, warum nicht, ne? Mach mal ein paar Fenster rein. So, kleine Fenster aber. Können wir dafür ein paar mehr machen oder so. Und in der Mitte einen schönen Eingang. Dann brauchen wir mindestens zwei Stockwerke. Vielleicht auch drei. Wahrscheinlich eher drei, ne? Ist ja ein Riesenhaus. Die Treppen bauen wir direkt neben den Eingang. Machen wir auf der anderen Seite auch mal zwei Fenster. Ups. So. Okay. Sieht genau gleich aus. Immer schön symmetrisch. Ist zwar langweilig, aber sieht irgendwie gut aus. So. Und dann noch ein Fenster lassen. Oh, da ist ein Zombie. Nicht gut. Raus mit dir. In die ewigen Jagdgründe. So. Jetzt kann man direkt mal testen, ob hier drin was spawnt. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Wenn uns irgendwas in den Hintern beißt, dann wissen wir, dass die hier drin spawnen. Gut. Machen wir hier noch ein Fenster? Und das lassen wir so. Nee, wir machen da wieder dunkles Holz. So. So. Dann sehen die Fenster irgendwie nicht mehr cool aus. Machen wir die wieder dicht. Okay. Gefällt mir ganz gut. So können wir das machen. Machen wir noch zwei Fackeln dran. Vielleicht machen wir die hier. Vielleicht auch hier. Ich lasse jetzt mal so. Das sieht ganz nett aus. Hier machen wir noch zwei Fackeln dran. Okay. Hier drin brauchen wir auf jeden Fall auch Fackeln. Aber jetzt machen wir erstmal Licht an. Und wir brauchen eine Treppe. Die baue ich dann mal an die Rückwand. Oh. Dann kommt man über die Treppe auch direkt nach draußen. Das schadet ja eigentlich nicht. So. Ist halt dann hier so ein bisschen offen. Gefällt mir das? Jetzt muss ich noch überlegen, ob mir das gefällt. Aber ist eigentlich ganz praktisch, ne? Kommt mal hier hoch. Direkt nach draußen. Okay. Ja, ich baue das erstmal weiter und dann schauen wir, wie das wird und aussieht. Hier werde ich wieder das dunkle Holz verwenden. So, hätte ich mal direkt dran denken können. Hätte ich nicht wieder alles rausnehmen müssen. Und wir müssen gleich wieder Holz holen. Das ist schon wieder aus. 5 reicht genau für die andere Seite hier. So. Läuft. Dann nehmen wir das nächste Mal wahrscheinlich anderes Holz, weil es einfach so aufwendig ist, immer das ganze Holz zu holen. Immer so ein 50er-Stack ranzuschleppen. Gut, ich kann ja mal 100 holen. Das geht ja auch. Müssen wir halt irgendwas anderes aus der Leiste rauswerfen. So, 2 frische 50er-Stacks. Das sollte wieder im Moment reichen. Ich hoffe, das reicht für das Haus. Das dauert echt lange, dieses ganze Holz zu holen. So, ich habe mich entschieden, hier den Balken durchzuziehen. Das ist zwar ein bisschen komisch mit der Treppe dann, aber ich glaube, das sieht trotzdem besser aus, als wenn wir hier normales Holz nehmen. So, das sieht dann auch von außen viel schöner aus, das ganze Dorf. Noch ein bisschen mehr Kontrast hier drin haben. Okidoki. So machen wir das. Und vielleicht nehmen wir die Treppe doch eins weiter rein und machen dann einfach eine Tür oder so. Das ist, glaube ich, cooler. Das sieht einfach komisch aus, so. Nehmen wir mal die Treppe hier ran. So. Und nehmen das raus. Dann kann man hier drinnen hochgehen. Und dann können wir hier eine Tür einbauen oder so. Brauchen wir da überhaupt spezielles Holz für so eine Tür? Ich glaube nicht. So. Dann kann man hier auf die Mauer raus. Da müssen wir dann die ganzen Wachen hinstellen. Also auf unsere Palisadenwand hier. Okay. Das gefällt mir schon ganz gut so. Das sieht ganz nett aus von außen, glaube ich. Sieht zwar dann irgendwie nicht mehr so wie eine Palisade aus, richtig, weil das Haus da direkt reingebaut ist. Aber je mehr Platz ich überall lasse, desto weniger Platz haben wir zum Bauen und für Betten. Und außerdem können auch überall Zombies rumschleichen, ne? Wir sollten es natürlich so bauen, dass da keine Zombies rumschleichen können. Ich hatte erwartet, dass hier drin schon Zombies spawnen. Aber das ist wohl nicht so. Ist ja gut für uns. Deswegen habe ich da auch nicht so wirklich viel gemacht. Sonst hätte ich vielleicht eins Platz gelassen mit dem Haus und das eins weiter rein versetzt. Das sieht natürlich cooler aus. Aber es kostet uns Platz und wenn Zombies drin spawnen, ist es natürlich super kritisch. Und dann kommen die überall aus irgendwelchen dunklen Gängen raus und fressen unsere Leute. Das wollen wir nicht. So, das bauen wir weiter hoch. Und ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Das Haus wird oben so ein bisschen schmaler, ist ja klar. Weil wir die Mauern so lassen, wie sie sind. Okay.
Und hier nehmen wir einfach wieder die Bretter. Machen das alles dicht. Da können wir jetzt auch wieder Fenster machen, wenn wir wollen. Machen wir auch. Zumindest hin und wieder mal. Hier zum Beispiel. Damit die Leute rausschauen können. Und das Ganze hier so ein bisschen schöner aussieht. Oh, wir haben einen Villager verloren. Ein... Jetzt nenne ich sie inzwischen schon Villager. Das ist nicht gut. Oh je. Ich habe keine Ahnung, wo wir den verloren haben. Unseren freien Angestellten. Ich bin gerade dabei, hier so ein paar Wachen zu platzieren. Da müssen wir einfach mal ein Auge drauf haben, wo das passiert sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Hier stellen wir noch eine Wache mit hin. Ja, so drei reicht das erstmal. Ich glaube, das reicht erstmal für einen Moment. Dann natürlich hier vorne. Damit wir dann nächste Nacht mal gescheit durchbauen können, ohne dass uns irgendwer stört. Direkt daneben, oder? Ja, das ist gut. So. Und hier noch eine. Und dann geht's hier weiter. So. Ach so, wo die mittlere hinkommt, weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann nachträglich machen. Da müssen wir erst das Haus bauen. Und hier noch eine. Ja, und hier stellen wir dann eine in die Mitte oder so. Wo ist denn die Mitte? Hier ist die Mitte. Wow. Die kommen jetzt auf die Mauer hier raus. Das ist nicht gut. Die wollen mich holen. Die tauchen hier bestimmt gleich auf, oder? Ja, die sind schlau. Oh, das ist nicht gut. Ich kann gar nicht so schnell schießen, wie die da kommen. Dann springe ich einfach wieder runter. Dann müssen die das alles wieder runterlaufen. Die sind ja nicht so schlau. Und unsere Turmschützen passen auf. Sehr gut. Ich habe das da unten alles offen gelassen. Dann stehen jetzt schon die ersten Wachen. Das ist auch wunderbar. Also nächste Nacht möchte ich das hier auf jeden Fall sicher haben. So ist der Plan. Da müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, wir nehmen das nochmal raus und setzen da auch die dunklen Dinger rein. Ich habe schon fast wieder unser Holz verbrannt. Also, ich mag das nicht. Wieso müssen da immer so viele Zombies kommen? Crazy. Zombieherden. Ja, die laufen alle darüber und vereinigen sich dann mit der anderen Schlange und laufen Richtung Burg. Das ist beängstigend. Also die würden definitiv in die Burg reinlaufen. Die könnten wir nicht alle töten, wenn wir nicht den Wachturm hier stehen hätten. Der neue Wachturm rettet die so ein bisschen. Ich habe mich jetzt entschieden, das Ganze hier... Sind noch mehr? Ja, es sind noch mehr. Das Ganze nur zwei Geschosse zu machen, weil es ansonsten einfach zu hoch wird. Das ist ja sonst höher als der Wachturm. Das sieht ja auch nicht schön aus. Das heißt, wir machen da jetzt so ein Strohdach drauf. Lass mich mal in Ruhe jetzt. Ich mache da unten jetzt zu. Keine Lust mehr. Brett. Okay, das sind wieder die Fackeln. Die machen mir Probleme. Ich kann das nicht zubauen, weil da Fackeln sind. Dann müsste ich in den Türrahmen rein. Na gut, dann lassen wir das jetzt so. Ist eh gleich Tag. Okay, jetzt sind sie alle tot. Das erste Vogelgezwitscher heißt, die Zombies sind down. Vielleicht wird es irgendwann noch geändert, dass die im Haus dann noch länger überleben können und nur an der Sonne sterben. Das wird die Sache dann wieder interessanter machen. Dann wären hier nämlich immer noch Zombies unterwegs. Müssten wir immer noch aufpassen. So, wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Stroh und arbeiten uns da hoch. Und dann mache ich hier so ein breites Strohdach. So ist der Plan. So, gehen hier wieder eins raus. Ganz ähnlich, wie wir das da gemacht haben. Das sieht, finde ich, ganz cool aus. Und das nächste Mal nehmen wir ein bisschen helleres Holz. Ich finde das sowieso ziemlich dunkel eigentlich. Dadurch, dass das Stroh und das Ganze, die Planken so hell sind. Ich glaube, das sieht mit normalem Holz auch gut aus. Und es ist nicht so aufwendig. So. So. Und jetzt kommt es hier weiter. Hoch. Das wird wieder ein Weilchen dauern. Hier drüben mache ich das genauso. Mal schauen, ob wir genug Stroh haben. Sollte aber kein Problem sein. Ich glaube, wir haben schon 10.000 oder so, ne? Stroh. 20.000. Läuft. Getreide. Stroh. Das wechselt immer auf Getreide. Wahrscheinlich, weil gerade Getreide reinkommt. Das wird sofort zu Mehl verarbeitet, das hält nicht lange durch bei uns. Wir brauchen also noch mehr Getreidefarmen für unsere ganzen Müller. So, wir sind praktisch fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ein Riesenhaus einfach. Yay. Gefällt mir. Jetzt müssen wir das Ganze ganz schnell sicher machen, bevor wir uns das weiter anschauen. Müssen wir sicherstellen, dass hier keine Zombies mehr reinkommen. Das heißt, ich werde hier mal so einen kleinen Graben anlegen und wir brauchen erst Betten. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles noch schaffen. Ich glaube fast, es ist schon zu spät.
Es ist schon wieder Nacht. Vogelgezwitscher ist aus und vorbei. Mich jetzt Betten reinstellen? Oh je, ich glaube, ich muss wieder zumachen. Wir sind schon wieder zu spät. So, lass zu. Nächste Nacht wird es auf jeden Fall sicher hier drin. Jetzt haben wir es wieder nicht mehr geschafft. Aber das Haus steht. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Von innen gefällt es mir auf jeden Fall. Von außen müssen wir uns noch so ein bisschen anschauen, wenn es wieder hell wird. Innen habe ich jetzt noch ein Stockwerk oben drauf gemacht. Nämlich ja, kein Stockwerk, sondern so das Dach hier. Da können wir auch noch ein paar Betten reinstellen. Ich weiß nicht, wie viele hier reinpassen. Da passt nur eine Reihe rein, ne? Also so. Aber es ist immer noch besser als nichts. So, machen wir das mal voll mit Betten. Ja, dann haben wir schon 200. Und hier geht auch noch ein Bett, glaube ich. So. Hier nicht, hier müssen wir durch. Hier geht noch ein Bett. Wir müssen ein bisschen platzsparender bauen jetzt. Sonst müssen wir nämlich richtig groß bauen, damit das ausreicht hier. Genau, das passt genau. Da haben wir einen Gang in der Mitte. Das können wir alles mit Betten zupflastern. Hier lasse ich jetzt mal eins Platz wieder, damit es nicht ganz so eng ist. Und das machen wir einfach zu. Da müssen sie halt übereinander drüber klettern. Aber die Ecke will ich jetzt nicht verschenken. Das sind hier vier, fünf Betten, die dahin passen. Stopp! Falsch! So ist gut. Okay. Läuft. 235? Wird nicht ganz reichen für 300 Betten, ne? Nee, da machen wir auch noch eins hin hier. Wir haben keine Betten mehr. Nur noch zwei Betten. Ups. So rum. Okay, das lassen wir frei, damit wir da gut rein und rauskommen. Und ich glaube aber, dass wir hier noch ein Bett hinstellen. Okay, wir haben keine Betten. Wir brauchen Betten. Dafür brauchen wir Bretter. Nehmen wir mal die Bretter raus. Wo sind die? Da sind die. So. Und stellen wir noch ein paar Betten her. Drei Stück. Was fehlt denn jetzt? Stroh. Okay. Stellen wir da noch so ein Bett hin. Dann kommen wir hier runter. Und das machen wir jetzt auch noch alles mit Betten voll. Betten bitte. Her damit. 33. Besser als nix. Machen wir es mal so. Ja, dann lassen wir hier einfach einen breiteren Gang, ne? Bringt jetzt gar nichts, dass wir so viel Platz haben. Ist ja doof. So. So. Und dann die andere Seite. Das heißt, es hat nichts gebracht, dass wir das hier unten eins breiter gemacht haben. Das lassen wir frei. Und da stellen wir noch eins hin. So. Gut, das ist die Treppe. Die müssen wir auch so ein bisschen frei halten, wenigstens. Wir können ja neben die Treppe noch ein Bett stellen. Oder zwei. So. Okay. Ja, den Rest lassen wir frei, sonst wird es super, super eng hier drin. Jetzt haben wir 263 Betten, 16 Arbeitslose momentan. Jetzt müssen wir das andere Haus auch noch bauen. Wow. Wir haben ziemlich viel zu tun heute. Das hier muss nochmal genauso werden wie das da drüben, damit wir hier genug Leute unterbringen können. Und dann kommen wir auf jeden Fall über 300 Betten. Ich denke, da kommen wir schon so Richtung 400 Betten. Ja, müsste eigentlich passen, dass wir die 400 noch knacken. Das ist gut. Die brauchen wir. Wie sieht's denn aus mit den Zombies? Ja, sieht alles super gut aus. Easy peasy. Läuft alles, wie es soll. Oh yeah, was sagt ihr dazu? Sieht doch ziemlich cool aus, das Ganze. Jetzt haben wir zwei solche Riesenhäuser da stehen. Yeah. Gefällt mir total gut. Bevor ich euch das drin zeige, müssen wir hier auf jeden Fall noch die ganze Sache so ein bisschen zombiesicherer machen. Ich denke, wir gehen hier zwei raus. So. Und bauen dann da einfach so einen Graben, damit die nicht so schnell zu uns reinkommen. Das wäre schon gewissermaßen wichtig. Ich denke, wir bauen das hier in unsere Richtung, ne? Können natürlich auch in zwei Richtungen gehen. Okay, wir bauen einfach so ein kleines Labyrinth. Das ist der Plan. So. Vielleicht baue ich das dann noch so ein bisschen um. Aber wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was es den Zombies erschwert, bei uns reinzukommen. Vor allem, weil es später ziemlich viele werden. Na so. Und dann können wir hier eigentlich wieder drehen, ne? So. Gut, passt das? Nee, das passt nicht.
Doch, das. Genau, das geht hier auf. Okay. Gar nicht so einfach, so ein Ding zu bauen. Wir bauen hier einfach so einen kleinen Umweg, damit die Zombies abgeknallt werden können, beziehungsweise abgeschossen werden mit irgendwelchen Pfeilen. So. Ja, so ganz geht der Plan irgendwie noch nicht auf. Die müssen hier raus. Da müssen wir wieder aufbauen. Oh, die kommen schon wieder. Ja, und die ganzen Kolonisten gehen jetzt hier rein. Okay, wir machen das einfach jetzt dicht. In diesem Moment. Du drehst jetzt um. Wieso dreht ihr nicht um? Was macht ihr denn? Ah, oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, ich glaube, mehr kommen nicht. Jetzt machen wir zu. Das hatte ich letztes Mal schon. Wir haben ein paar Kolonisten verloren. Wir haben jetzt minus 29. Und das liegt genau an dem Ding. Ja, das muss ich nochmal überdenken hier. Nicht so einfach, wie gesagt. Das machen wir dann auch aus Stein oder so, dass das gescheit aussieht. Und bauen einfach so ein kleines Labyrinth. Ihr seht schon, die sind nicht die super hellsten. Mit Springen und so ist sowieso nix. Das heißt, es sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wir springen jetzt mal darüber. Oh, das war ganz schön knapp. Ich glaube, nachts können wir hier nicht bauen. Aua, lass mich. Aber das sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Wir können ja mal schnell da reingehen. Bauen wir uns hier kurz so eine Leiter hoch. So. Bauen wieder ab. Und ja, ich habe das andere Haus einfach genauso gebaut wie das erste. Das sollte eigentlich genauso aussehen. Wir haben die 400 Betten nicht erreicht. Da hatte ich wohl irgendwie einen Rechenfehler drin. Ich dachte, das wären genau 400 geworden dann. Aber sieht nicht so aus. Sind etwas weniger geworden. Wir haben jetzt auch überall Beleuchtung und so. Ich weiß nicht, ob die nachts unbedingt Beleuchtung wollen. Die wollen ja eigentlich schlafen. Aber wir sehen dann wenigstens was. Und wir haben auch schon die ersten Kolonisten, die hier drin schlafen. Das ist doch ziemlich cool. 4, 5, 6, 7, 8 müssten es sogar schon sein. Da sind bestimmt auch welche nach oben gegangen. Ja, da liegt auch einer. Die suchen sich halt immer die kürzeste Luftlinie zu ihrem Bett. Okay. Ja, am nächsten Morgen können wir dann die restlichen Kolonisten eigentlich holen. Ich hier mal wieder auf. Und dann kommen schon wieder überall Zombies. So, ich muss mal kurz diesen Graben hier machen. Das geht so nicht. Aber es könnte so ähnlich funktionieren. So, da kippen sie alle aus den Latschen. Ich denke, unser Labyrinth sieht ganz gut aus, so. Das dauert auf jeden Fall ein Weilchen, bis die alle durch sind. Dann können wir noch ein paar mehr Wachen oben mit draufstellen oder so. Dann sollte das alles passen. Ich darf nur nicht ständig reinfallen. Und mal so. Und machen hier wieder auf. Findet ihr den Weg? Hallo? Ja, die finden den Weg. Die mussten nur erstmal aufwachen. Gut. Dann stellen wir hier drin auch wieder zwei Wachen oder so auf. Für die Sicherheit. Stellen wir die mal hier vor die Tür. So. Dann schießen die hier Richtung Eingang, wenn irgendwas reinkommen sollte. Und dann rekrutieren wir schon mal so ein bisschen, dass wir wieder ein paar mehr Leute kriegen. Und 200. 204 sind es jetzt. Und dann baue ich das noch ein bisschen irgendwie. Weiß nicht, was nehmen wir denn da? Nehmen wir einfach ein bisschen Dreck oder so? Ja, nehmen wir mal Dreck. Ich glaube, das sieht gut aus. Wenn wir den Boden hier aus Dreck machen. So. Sieht es genauso aus wie das da drunter. Das ist nur das Zombie-Labyrinth hier. Machen wir das ganze Zeug hier weg. So. Ganze Gras. Dann sehen wir genau, wo das Labyrinth ist. Das ist ein bisschen übersichtlicher, glaube ich, mit Dreck, oder? Am besten wäre es wahrscheinlich mit Stein. Aber es soll ja nicht übersichtlich sein. Wir werden hier sowieso nicht oft rein und raus gehen, denke ich. Das ist eher so was für die Zombies und unsere Leute. So. Oh, geschafft. Wir sind hier. Das muss raus. Gut, das haben wir jetzt noch gefunden. Keine Abkürzung schaffen, die wir nicht wollen. Okay. Dann müsste jetzt der Graben fertig sein, der Weg fertig sein. Ach so, das war der Eingang. Schlaumeier. Machen wir hier wieder den Eingang hin. Und dann gehen die einmal komplett außen rum. Und wir stellen da oben noch ein paar Wachen auf. Dann müssen wir einmal außen rum gehen. So. Und da wieder raus. Da raus. Und dann sind wir gleich da. So. Da sind wir. Ein paar mehr Wachen. Ich weiß nicht, wie kritisch das hier wird. Wir brauchen auf jeden Fall genug Wachen hier. Stellen wir mal da noch eine hin. Und hier noch eine hin. Und hier oben. Da oben lassen wir, glaube ich, frei. Mal so.
So. Passt das? Sieht gut aus. Ist auf der anderen Seite, glaube ich, genauso. Ja. Schön symmetrisch. Dann brauchen wir noch ein paar Leute, damit die hier das Ganze bewachen. Und dann sollten wir eigentlich sicher sein. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Da kamen ja nicht so viele Zombies. Und die brauchen echt lange, bis sie dieses Labyrinth hier überwinden. Sieht ganz gut aus. Nice. Ja, jetzt haben wir hier so eine kleines Palisadendorf für unsere ganzen freien Mitarbeiter. Kolonisten, freien Mitarbeiter, wie man sie nennen will. Ich muss hier unbedingt die Bäume noch so ein bisschen wegmachen, damit wir hier ein bisschen besser durchkommen. Das ist noch wichtig. So. Sieht schon besser aus. Damit die Zombies auch nicht so nah rankommen, werde ich den Wald wahrscheinlich noch komplett entfernen. Oder zumindest die Hälfte oder so. Da ist dann schon Sand. Hier, mir gefällt es aber ziemlich gut. Ist ein ziemlich cooles Design geworden. Sieht halt schon irgendwie nett aus mit dem dunklen Holz, ne? Aber ganz so dunkel muss es eigentlich nicht sein. Sweet. Da können wir dann auch ein paar Arbeiter drin unterbringen. Wir haben ja noch den Hof praktisch in der Mitte. Da geht auch noch was. Hier. Da drin. Rechts und links an den Häusern entlang und so. Wir könnten hier auch einfach noch so ein Brett. Ach nee, wir lassen das, wie es ist. Die Wachen müssen sowieso nicht hoch und runter. Brauchen wir keine Abkürzung auf die Mauer. Das gefällt mir. Na gut, dann müssen wir jetzt auch schon wieder Schluss machen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu bauen. Jetzt haben wir hier so einen netten Außenposten, wo unsere Leute sich verstecken können. Und damit haben wir das gesamte Gebiet hier erschlossen. Das heißt, wir können jetzt überall noch Farmen hinstellen, mehr Bäume anpflanzen und so. Ist ein bisschen kritisch, dass wir hier Bäume direkt daneben haben. Aber die sind sowieso meistens nicht ausgewachsen. Also ich denke, das sollte schon passen. Die werden ja sofort abgehackt. Der holt sich den Baum auf der Stelle wieder. Ich denke, das ist gut so. Mir gefällt es auf jeden Fall. Super cool. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.